Hallo und herzlich willkommen zurück bei Sam & Max, Episode 4. Beim letzten Mal haben wir es hingekriegt, dass unser Freund Max hier hinten Präsident der Vereinigten Staaten geworden ist. Sieh mal einer an. So, jetzt wollen wir mal irgendwie gucken, dass wir Sybil mal Urlaub verpassen können. Kriegen wir hin. Dafür müssten wir nämlich mal eben schnell ins Büro des Präsidenten zurück. Weil ich da nämlich eine Idee habe. Wo geht's hin, Sam? Zum Weißen Haus. Wir fahren zum Weißen Haus. Oh, klasse! Wir haben nämlich ja als Präsident auch das Budgetbuch. Und können ja einfach mal gucken, dass wir Sybil mal ein bisschen Geld zuschustern können. So, die Limo Boys stehen da immer noch rum. So, Haushaltsbuch. Hey, sieh mal, Max. Das ist das Budget des Präsidenten. Dir stehen 100 Millionen Dollar zur Verfügung. Eine wunderbar aus der Luft gegriffene, aber praktische Summe. So. Jetzt haben wir Sybil einfach mal Geld verpasst. Mal gucken, ob sie jetzt immer noch in ihrem Büro sitzt oder ob sie schon in Urlaub gefahren ist. Wieder in unser Auto hüpfen. Wo geht's hin, Sam? Mit dem schönen Pinstripe auf der Seite. Zurück ins Büro. Ich sitze vorne. So, mal eben bei Sybil reingucken. Sybil hat die Tür nicht abgeschlossen. Wahrscheinlich lässt sie sich auf Kosten des Steuerzahlers auf irgendeiner Tropeninsel verwöhnen. Ich glaube, sie wurde in einem schmierigen Nachtclub entführt und von dort aus in die Sklaverei verkauft. Jetzt muss sie einem größenwahnsinnigen Despoten dienen, bevor sie mit viel Glück und einer Niere weniger aus seinem geheimen Versteck auf dem Gipfel eines Vulkans entkommen kann. Sei doch nicht immer so ein Pessimist, Max. Tut mir leid, Sam, aber es ist einfach unfair, dass wir hier schuften müssen, während sie es sich gut gehen lässt. Na, dafür können wir uns jetzt den Radiokohlenstoffdatierer schnappen. Das ist Sybils Radiokohlenstoffdatierer. Damit können wir dann jetzt rausfinden, wie alt die Dinge sind, auf die wir mit dem Ding zielen. Ich habe schon eine Idee, an wem wir es ausprobieren. Whee! Den nicht an Max, den hauen wir immer nur durch die Gegend. Dupdidu. Ja, probieren wir es doch mal mit reiner Segen. Seltsam. Laut dem Ding ist sein Alter dunkelblond. Ja, wirklich seltsam. Ich hätte ihn eher auf rotblond geschätzt. Sein Alter ist dunkel, ist blau. Seltsam. Laut dem Ding ist sein Alter dunkelblond. Ja, wirklich seltsam. Ich hätte ihn eher auf rotblond geschätzt. Fucking Quatsch. Was ein Quatsch. Oh, Mr. Präsident, exekutieren Sie mich nicht, bitte! Warum sollten wir Bosco exekutieren? Hey, Bosco. Da? Wann hast du das letzte Mal den Würstchengrill sauber gemacht? Muss nicht sauber gemacht werden. Verbessert Aroma von leckere Würstchen. Das Vidania, Genosse Boskowarski. Wir uns sehen, Genossen Hund und Hase. Dann wollen wir doch mal gucken, wie alt seine Würstchen in echt sind. Oh, Bosco, laut der Anzeige stammen diese Würstchen aus der frühen Kreidezeit. Da, Sonderangebot für euch. Sind noch lecker, heute für halbe Preis.
Du hast mich missverstanden. Dein Laden ist jetzt denkmalgeschützt. Diese Würstchen sind wertvolle Artefakte aus der Frühgeschichte. Wirklich? Ich meine, natürlich. Ich bewahre Kultur meiner Vorfahren. Wie wertvoll sind die Dinger denn? Da müssen wir erst ein paar Nachforschungen anstellen. Naja. So. Bosco kriegt jetzt auch noch ein bisschen Geld von uns, habe ich gerade entschieden. Dann kann er sich auch neue Würstchen kaufen. Weil aus der Kreidezeit Würstchen, die möchte ich jetzt nicht unbedingt mehr essen. Die sind ja doch schon das ein oder andere Erdenjahr älter. Wo geht's hin, Sam? Wir fahren zum Weißen Haus. Oh, klasse! So, zurück zum Oval Office. So, das Haushaltsbuch. Hey, sieh mal, Max. Das ist das Budget des Präsidenten. Dir stehen 100 Millionen Dollar zur Verfügung. Eine wunderbar aus der Luft gegriffene, aber praktische Summe. Brauchst du nicht jedes Mal sagen. So, Bosco kriegt jetzt was. Dann wollen wir doch mal wieder zurück zu dem guten alten Mann. Mal gucken, ob er sich drüber freut. Wo geht's hin, Sam? Zurück ins Büro. Ich sitze vorne. So. Übrigens, falls ihr euch fragt, was das Ganze hier soll, wir müssen ja immer noch irgendwie in diesen blöden Kriegsraum da reinkommen. Und irgendwie es schaffen, weil das Ding geht ja... Beziehungsweise das Ding geht ja nur auf, wenn... Krieg ist. Und wir müssen es irgendwie schaffen, den Sensor bzw. den Alarm für Krieg auszulösen. Und da habe ich schon so eine kleine Idee. Die hat was mit Alkohol zu tun. Hallo, Genosse Bosco. Hey Jungs! Ich weiß zwar nicht, wie ihr das geschafft habt, aber ich habe gerade einen dicken Scheck von der Regierung erhalten. Den hast du dir verdient, Bosco. Nicht einfach, Würstchen zu bewahren, die lange vor der Entdeckung des Feuers hergestellt wurden. Ganz zu schweigen von dem Mikrokosmos, der bei dir auf dem Klo wuchert. Wir überlegen im Moment, ob wir es zu einem Naturschutzgebiet erklären sollen. Jetzt kann ich endlich mein Raketenabwehrsystem fertigstellen. Können wir dann das Wahrheitsserum bekommen? Klar! Moment, ich hole es gerade aus dem Labor. Das ist eine Flasche Wodka. Aber es wirkt. Vertraut mir. Nach ein paar Schluck von dem Zeug erzählt euch jeder seine Geheimnisse. Danke, Bosco. Ich weiß zwar nicht, wie die jetzt auf Wahrheitsserum gekommen sind, aber nehme ich gerne mit. So, dann müssen wir nämlich jetzt noch mal einmal zurück zum Weißen Haus. Wo die Limo Boys oder wie sie, glaube ich, im englischen Original heißen, Soda Poppers, noch im Oval Office rumstehen. Wo geht's hin, Sam? Ach Gott, wie neckisch. Er hat sogar vorne jetzt die amerikanischen Flaggen auf dem Kotflügel. Süß. Wir fahren zum Weißen Haus. Oh, klasse! Da sind wir wieder. Wollen wir uns erst mal mit den Jungs unterhalten, bevor wir sie betrunken machen.
Hey, Brilli, Max, erinnerst du dich? Oh, großer und mächtiger Buddha, Max, Herrscher über die neun kosmischen Ebenen, erinnerst du dich an Brilli, den anderen Limolauser? Ich erinnere mich dunkel an diesen Untertan. Was redet ihr da? Küss den Ring. Was? Nein! Was willst du vom Präsidenten? Wir wollen, dass der Bund einen strittigen Punkt schlichtet. Es gäbe gar keinen strittigen Punkt, wenn du... Bin ich was? Ach, nichts. Wie unangenehm. So, was haben wir denn noch? Und, wie läuft es so bei dir? Ich habe eine Wahl gewonnen. Ich bin jetzt der Governor von Süd-Dakota. Hey, genau wie Strulli. Nein, nicht genau wie Strulli. Ich hatte als erster die Idee, mich zur Wahl zu stellen. Als ob das deine Idee gewesen wäre. Du hast doch nur... Ach, vergiss es. Was sind deine Aufgaben als Gouverneur? Ich behebe Probleme und bringe den Staat wieder auf Vordermann. Wusstet ihr zum Beispiel, dass die Black Hills eher eine grau-grüne Farbe haben? Ich habe einen Ausschuss eingesetzt, um dieses Problem zu lösen. Und was ist mit den Badlands? Die machen wir noch lebensfeindlicher. Oh Mann. Nee, ich will jetzt nicht, dass du singst. Bis später, Brilli. Sieh mal, Max, unser alter Kumpel. Sieh mal, großer Kriegsfürst Maximus Optimus, Hüter der sieben Schlüssel. Es ist unser alter Kumpel, der ehemalige Kinderstar und peinlicher Superstar-Halbfinalist Blubschi. Ehemaliger Kinderstar und peinliche Idole-Halbfinalist Gouverneur Blubschi, bitteschön. Oh Mann. Du bist auch Gouverneur? Stimmt. Ich hab Norddakota bekommen. Norddakota. Der Trostpreisstaat. Ich dachte, es hieße Norddakota. Immer noch wärmer als Saskatchewan. Hey, seid nicht so gemein. Wir haben eine lebhafte und bewegte Geschichte. Norddakota. Hoffentlich mögen Sie Schnee. Norddakota. Besteigen Sie unsere großen weißen Dinger. Hey. Tut mir leid, ich habe mich etwas mitreißen lassen. Was kann man so in Norddakota unternehmen? Ach, alles Mögliche. Schneemänner bauen, Schneeburgen bauen, Schneeballschlachten, Eis selbst herstellen und dann wäre da natürlich noch die Besichtigungstour bei Mount Rushmore. Das steht noch nicht fest. Stimmt, da war ich etwas voreilig. Was führt euch ins Oval Office? Wir wollen, dass der Präsident entscheidet, welcher Staat Mount Rushmore bekommt. Max hat den Stift des Präsidenten. Irgendwo. Sag mir einfach, wo ich unterschreiben soll. Super, damit wäre das Problem ja erledigt. Aber im Ernst, falls ihr den Präsidenten seht, sagt ihm bitte, dass wir auf ihn warten. Max ist wirklich Präsident. Es stand sogar in der Zeitung. Wir haben die Nachrichten nicht so mitverfolgt. Wir waren so beschäftigt mit der Aufrüstung in Fargo. Wie war das? Habe ich Aufrüstung gesagt? Ich meinte natürlich Winterparadies, Schlittenland und Bastelworkshop. Könnt ihr euch nicht einfach wieder vertragen? Wenn wir alle den Mund halten und einen weiteren Zwischenfall vermeiden, dann ja. Ehrlichkeit hat in der Politik nichts zu suchen. Ich als Präsident weiß, wovon ich rede. Bis dann, Glubsch. Willkommen zurück, Gouverneur Strulli. Willst du uns nochmal die Auswirkungen von Limosucht zeigen? Nicht witzig. Warum sollte dein Staat Mount Rushmore bekommen? Weil die ihn nur als Tourismusattraktion nutzen wollen. Aber durch meinen Plan werden Leben gerettet. Mount Rushmore wird zu einem Denkmal der Limo-Suchtprävention. Die Leute werden merken, dass sie genau wie Washington, Jefferson, Roosevelt und der andere Typ da ihre Limo-Sucht besiegen können. George Washington war nie Limo-süchtig. Und warum hatte er dann ein Gebiss? Oh Mann. Warum teilen wir Mount Rushmore nicht einfach auf? Das würde doch nie gerecht werden. Jeder von euch könnte ein Drittel von Roosevelt bekommen. Ich will den Schnurrbart. Ich will den Schnurrbart. Okay. Max bekommt Roosevelts Schnurrbart, Brilli die Brille und Glubschi ein Ohr und die beiden Nasenlöcher. Da bleibt ja nur noch die Stirn für mich übrig. Na gut, Strulli, du bekommst noch Crazy Horse, aber das ist mein letztes Angebot. Aber das Denkmal ist doch nicht mal fertiggestellt. Das wird nie funktionieren. Es ist genau wie das letzte Mal. Wie ist denn West Dakota entstanden? Wir drei sind gemeinsam zur Governorwahl angetreten. Wir haben uns während des Wahlkampfs so gut verstanden und wir waren so tolle Ex-Fernsehstars, dass wir alle drei gewählt wurden.
Dann fiel den Wählern allerdings auf, dass sie für zwei Staaten drei Governors gewählt hatten. Und da fingen die Probleme an. Oh Mann. Was waren das für Probleme? Wir haben lange darüber gestritten, wie wir die Staaten aufteilen sollen. Es hätte fast Krieg gegeben. Aber dann haben wir alles gerecht aufgeteilt und festgelegt, dass Mount Rushmore in Süd-Dakota liegen soll. Stimmt doch gar nicht! Du! Ich was? Du! Ach, vergiss es! Na, lustig? Ja, aber ihr wollt mir doch nicht etwa eine Limo anbieten, oder? Ihr wisst doch, dass ich Limo nicht widerstehen kann. Oh, das würden wir nie tun. Mal sehen. Wir haben Orangenlimo, Cola, Traubenlimo, Zitronenlimo, noch mehr Orangenlimo und Tee. Dann Tee, bitte. Oh Mist, der Tee ist alle. Vielleicht doch eine Limo? Warum tut ihr mir das an? Immer schön trocken bleiben, Wiz. So, da kommt nämlich jetzt der Wodka ins Spiel. Na, wie wäre es mit einem Drink? Nein, danke. Ich bin zurzeit auf Kohlehydrat-Diät. Das heißt, keine Flüssigkeit. Keine Flüssigkeit, ich glaube, es hackt. Apropos hackt. Wie wäre es mit einem Drink? Es ist eine Limo, oder? Noch mehr Limo. Klar, warum denn nicht? Mann! Das Zeug haut aber rein. Danke, Sam und Max, ihr seid meine besten Freunde. Können wir jetzt wieder zu den Beratungen zurückkommen? Wozu? Du findest Glubschis Idee doch immer noch blöd. Blöd? Du hast mir nie gesagt, dass du meine Idee blöd findest. Er meinte, deine Idee, Herbert Hoover die vier Präsidenten umarmen zu lassen, wäre das Blödeste, was er je gehört hätte. Ist es ja auch. Hoover war ja noch nicht mal Präsident. Von daher war er auch ganz bestimmt nicht der liebenswürdigste aller Präsidenten. Immerhin habe ich nicht vorgeschlagen, ein Parkhaus in George Washingtons Stirn zu bauen, so wie ein bestimmter vieräugiger Freak, den ich kenne. Du Kleiner. Du Großer. Du weißt ja hoffentlich, dass das Krieg bedeutet. Krieg! Krieg! Und damit haben wir den Kriegsraum freigeschaltet. What wondrous thing is this, the deaf call that sends me? A flashing light above the door, there's just one thing it could mean. Good for it. It's good for you. Good for you. It's good for me. Oh, war. What's it good for? What is it good for? It strengthens the economy. It shows the world that we've got stones and carriers with fighter drones. War. Oh, what is it good for? What is it good it's for? Good for you. It's good for me. What is it good for? It strengthens the economy.
much more. Napalm. We celebrate the joys of war, war, war. For bombs and guns, and so much more. We celebrate the joys of war. Okay. Machen wir das lieber nicht nochmal. Und mit diesem Lied verabschiede ich mich für heute und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, bis dann, tschüss.